Boom, mehr Multiplayer Action und zwar aus dem Turnier von Slayer. Und dieses Mal sehen wir ein ausgewähltes Match zwischen Solgott und Max Struggly, die berühmt-berüchtigten Dunkelelfen mit der berühmt-berüchtigten Blutqual Medusa. Auf der anderen Seite sehen wir einen Sonnenmacher und einmal die legendären Silberkugeln sowie Sigmas Söhne. Mal sehen, wer hier den längeren zieht. Solgott, schon länger in der Multiplayer-Community unterwegs. Max Struggly, ein bisschen Newcomer, aber man sieht schon, dass er sich immer weiter verbessert. Ein Blick in die Armeen. Wir spielen erneut Eroberung. Wir haben zwei Regimenter Pistoliere und ihr wisst ja, mit den Plänklern nicht sparsam sein. Außerdem sehen wir einen Boris Wüterich. Ich persönlich finde ihn auch ganz nett. Regeneration und diverse Debuffs, wenn der Gegner insbesondere Führerschaft verliert. Und ein Todeszauberer, Amethyst-Zauberer, mit dem macht man selten was falsch. Minus Schicksal und Seelenraub. Dazu haben wir eine kleine Linie aus Infanterie, Speerträger, Söhne Sigmas zum Linie halten. Ein paar noch mehr Speerträger, Armbrustschützen im Hintergrund. Hellebardiere sitzen direkt auf dem Sonnenmacher und gucken nach hinten. Und was haben wir noch? Einmal die Silberkugeln. Sind getarnte Einheiten, magische Angriffe haben sie und rüstungsdurchdringende Geschosse. Ob sie sich jetzt mittlerweile noch lohnen, jetzt wo es die Nullen-Scharfschützen, wie sie heißen, gibt, weiß ich nicht. Aber sind schon mal dabei. Und im Hintergrund noch zweimal Ritter des Imperiums. Ja, eine ausgeglichene Armee, das kann man schon mal machen. Interessanterweise gucken sie und die Dunkelelfen genau in andere Richtungen, lustigerweise. Die Dunkelelfen auf der anderen Seite kommen mit drei Regimentern Harpien und die könnten schon sehr schnell das Aus, sowohl für den Sonnenmacher als auch die Silberkugeln sein. Mit den Harpien-Buffs, die es gab, habe ich glaube ich insbesondere für Chaos-Fugien, glaube ich, aber sind die Fernkämpfer sehr schnell Geschichte und der Austausch lohnt sich. Sonnenmacher kostet über 1200, Silberkugeln glaube ich 850. Wenn man ein Regiment Harpien verliert, hat man gewonnen. Oder wenn man auch alle drei von ihr verliert, hat man trotzdem gewonnen in diesem Austausch. Ansonsten kommen die Dunkelelfen mit einem Sack voller Düsterschwerter. Düsterschwerter bis zum Ende der Welt. Wir haben außerdem noch ein Regiment Hexenkriegerin dabei. Damage-Dealer, immer gut gegen die leicht gepanzerte Infanterie des Imperiums. Die ist ja nicht sonderlich stark. Korsar der Schwarzen Arche, auch sehr gut gegen leicht gepanzerte Infanterie. Selbst haben sie 80 Rüstung und nehmen deswegen nicht so viel Schaden durch Speerträger und Schwertkämpfer. Echsenritter, auch gute Kavallerieeinheit, um Imperiumskavallerie zu kontern. Auch gerade durch Bonus gegen Groß und den rüstungsdurchdringenden Schaden. Das heißt, sobald der Ansturmbonus der imperialen Ritter weg ist, haben sie keine Chance mehr gegen diese Echsenritter-Regimenter. Dazu noch Dunkeldorn. Ja, immer Einheiten, vor denen man sich wirklich in Acht nehmen muss. Ein, zwei Salben können ein Monster oder ein Held richtig durch die Mangel nehmen. Und die Blutqual-Medusa, boah, das ist wirklich ein megamäßiges Biest. Ich habe auch jedes Mal Angst und bin jedes Mal beeindruckt, wenn sie auf dem Schlachtfeld ist und die Gegner totspuckt. Furchtbar. Furchtbar. Morati ist ganz allein dabei. Wenig Rüstung, dafür hat sie Lord Snipe-Fähigkeit mit Seelenräuber und Stab des Kaleidon. Damit heilt sie sich natürlich auch selbst. Ja, und damit geht's los. Und ich bin gespannt, wer hier obsiegen wird in dieser Runde. Wir gehen in die Vogelperspektive und der Sonnenmacher beginnt bereits seine ersten Salven vorzubereiten. Schießt! Lass übrigens gerne den Daumen hoch da und das Abo, falls du Bock hast, mehr Multiplayer zu sehen. Und da kommt die erste Salve. Hat aber nur mäßig getroffen, aber die nächsten kommen, folgen auf dem Fuße und das sieht schon direkt viel, viel besser aus. Das Besondere am Sonnenmacher ist übrigens, dass er mit extrem viel höherer Geschwindigkeit seine Munition rausschießt, als es normale Höllensturm-Raketenlafetten tun würden. Und wir sehen, der Effekt ist nicht übel. Ein Regiment Düsterschwerter ist bereits innerhalb von wenigen Sekunden des Beschosses fast am Fliehen, auch die Dunkeldorn haben bereits sehr viel Schaden genommen. Aber das können die Dunkelelfen natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Ein Harpienregiment hat sich auf Pistoliere geworfen. Das andere Harpienregiment macht sich bereits auf, den Sonnenmacher auszuschalten. So glaube ich das jedenfalls. Und ja, sie sind da.
war Kavallerieregiment jeden Moment in Position, um diesen Ansturm zu verhindern. Oh, wir sehen Morati, wie sie gerade ein bisschen, oh nein, von den Silberkugeln rumläuft. Was meinen die Silberkugeln? Oh, hier sieht man eines der riesigen Nachteile von Regimentern wie Silberkugeln oder Musketen im Vergleich zu Jägern. Denn sie waren eigentlich in der super Position, um Morati zu beschießen. Aber weil sie nicht in Bewegung schießen haben, müssen sie jetzt erstmal alle eine halbe Stunde durch die Gegend laufen, bevor sie Morati wieder richtig aufs Korn nehmen können. Aber immerhin haben sie es dann doch noch geschafft. Und auf einmal werden sie von Harpien angegriffen. Und damit sind ihre Möglichkeiten zu schießen auch schon wieder gezählt. Immerhin, hier hat das Harpien-Regiment aufgrund eines sehr schlechten Angriffes, der hier durchgeführt worden ist, denn irgendwie ist nur eine Höllensturm-Raketenlafette angegriffen worden, wird hier verloren. Die Ritter des Imperiums reiten sie nieder. Das ist nicht schlecht. Aber mit Höllensturm-Raketenlafetten muss man immer sehr, sehr aufpassen, dass man mit ihnen nicht seine eigenen Truppen aus Versehen trifft. Die Linie des Imperiums wird angegriffen. Die Lüsterschwerter sind im Kampf. Und es beginnt das, warum wir Total Warmen lieben. Zoom in Nahkampfsituation. Die Speerträger wissen nicht, was ihnen passiert. Wer hätte gedacht, dass da noch jemand kommt von der anderen Seite. Boris Wüterich ist so ein bisschen im Duell mit Morati eingefangen. Macht allerdings jetzt generell nicht so viel. Er könnte eigentlich kämpfen. Und das tut er jetzt auch. Die Ritter des Imperiums laufen den gegnerischen Dunkeldorn hinterher, aber die Dunkelelfen fangen es hier wirklich exzellent ab. Gegenangriff gegen die Ritter des Imperiums und damit sind sie tot, wenn sie nicht Unterstützung bekommen sollten. Auch die Medusa mittlerweile in Reichweite. 7 Kills. Oh! 23 Kills. Autsch. 16 Modelle mit einer Salve vernichtet. Oh, und die Höllensturm-Raketenlafette macht insbesondere viel Schaden an den eigenen Speerträgern, immerhin auch ein bisschen an den Hexenkriegerinnen. Und die Medusa zerlegt einfach die Regimenter, sobald sie anfängt, in Reichweite zu kommen. Das ist wirklich überhaupt nicht gut. Die Medusa ist so gefährlich. Wie sieht das Schlachtfeld aus? Noch relativ ausgeglichen. Gerade Pistoliere auf der linken Flanke leben noch. Der Sonnenmacher lebt noch, beschießt jetzt Einheiten, die etwas weiter hinten sind. Das ist klug. Und was macht die Kavallerie? Die Kavallerie für das Imperium wird hier wahrscheinlich entscheidend sein, das zu gewinnen, um die Infanterie der Dunkelelfen wegzureiten. Und hier machen sie es auch schon, greifen die gegnerischen. Was ist das hier? Düsterschwerter an. Hellebardiere vom Imperium. Ja, momentan eigentlich keine so richtig gute Preis-Leistungs-Nummer mehr. Insbesondere, wenn die Medusa da ist. Und jetzt gleich, oh Gott, sie schießt gleich in diesen Blob rein. Wie viel haben wir? Oh, viel weniger. Und die Führerschaft bricht auch sehr schnell zusammen. Wir haben 102 Hellebarden. Die nächste Salve wird gerade aufgeladen. Während die Hellebardiere irgendwie so blobmäßig da. Oh, 91. Und damit fliehen sie. Die Medusa macht so viel Schaden in geblobte Einheiten. Da muss man wirklich aufpassen. Die Medusa muss immer angegriffen werden, sonst ist die eigene Linie sehr, sehr schnell kaputt. Pistoliere so ein bisschen im Hintergrund. Nicht unbedingt in optimalen Situationen. Macht die Höllensturm-Raketenlafette noch irgendwas? Die Linie der Dunkelelfen hat mittlerweile das Imperium weggerusht. Kombination aus Hexenkriegerin, Korsane, Schwarzen Arche und dem Einsatz von Echsenrittern konnte die Imperiumslinie hier nichts entgegensetzen. Boris Wüterich hat hier, glaube ich, eine ganze Weile gegen Morati gekämpft. Aus irgendwelchen Amethystzauber ist auch auf den Boden gekommen und wollte die Dunkelelfen ärgern. Nicht schlecht. Jetzt wird er gerade weggerusht von der Medusa. Aber es sieht sehr, sehr schlecht aus momentan für das Imperium. Die Frontlinie ist vertrieben worden. Ja, und ich würde sagen, das ist ziemlich aus. GG. GG. Und der Siegespunkt ist auch noch erobert worden. Ich denke, das können wir jetzt beschleunigen, weil hier wird nichts mehr passieren. Großes. Ich meine, ich bin noch verwundert, dass der Sonnenmacher hier noch lebt und immer noch weiter schießen kann. Obwohl so viele Harpien auf ihn geworfen worden sind. Und da kommt die Aufgabe. Oder der Armeeverlust eines von beiden wird hier eingesetzt haben. Und ja, GG hier an Soulgod. Er hat seine Armee sicherlich besser gespielt. Gerade der Gegenangriff der Echsenritter in die Ritter des Imperiums war extrem sinnvoll und effektiv, die Harpien einzusetzen, um die Silberkugeln und den Sonnenmacher aufzuschalten. Und natürlich auch die Pistoliere waren sehr gute Ideen, auch wenn der Sonnenmacher irgendwie gehalten hat und
fast seinen Goldwert ganz reingebracht hat. Das ist immer ein gutes Zeichen. Infanterie allerdings eher alleine gelassen gewesen. Und die hatten einfach keine Möglichkeiten gegen ins Hambron. Interessanterweise, die Hexenkrieger haben gar nicht so viel Damage gemacht und die Korsaren der Schwarzen Arche auch nicht. Das heißt, wo kommt der ganze Damage her? Okay, die Blutqualmedusa hat 1135 Goldwert an Schaden gemacht. Das war auf jeden Fall was. Und meine gute Schaden war wohl eher verteilt. Morati, stimmt, Morati hat auch den ein oder anderen Seelenräuber hier reingehauen. Die Linie des Imperiums ist wirklich einfach gnadenlos zusammengebrochen. 100 Goldwerte. Die Ritter des Imperiums waren mit 600 und 500 Goldwert dabei. Nicht schlecht. Die Echsenritter haben da allerdings deutlich besser performt. Eigentlich. Ja, da kamen die Echsenritter. Die haben dann mitgeholfen, die gegnerische Infanterielinie noch aufzuräumen. Aber es hätte auch, glaube ich, anders ausgehen können. Ich glaube, das Imperium war am Ende einfach sehr, sehr eng beieinander. Und die Blutqualmedusa, gut, hat auch mal mit 1135 Goldwert an Infanterie. Also 1000 Goldwert an Infanterie sind ja schon 4, also 4, 8, 12, sind ja fast schon drei Regimenter, die hier kaputt gemacht worden sind. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, warum die Imperiumslinie gebrochen ist. Klar, zwei Salven auf Speerträger, die sind geflohen, zwei Salven auf Filibardiere sind geflohen. Damit ist die ganze Linie fast schon gebrochen. War so eine Kombination. Ich habe auch noch keine richtige Art und Weise gefunden, gut mit der Blutqualmedusa umzugehen. Fieses Stück. Fieses Stück. GG hier an Soulgod. Und nach dem, was mir Slayer geschrieben hat, Soulgod gegen Max Struggley in diesem Matchup. Dunkelelfen gegen Imperium, Zwerge gegen Vampirfürsten und Khorne gegen Nurgle weitergekommen. Und damit im Viertelfinale. Ich wünsche ihm viel Glück und viel Spaß in der nächsten Runde. Danke an Max Struggley, Soulgod und Slayer fürs Organisieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.